Ein Auto mit Unfallschaden. Das Erstellen eines Gutachtens. Routine für Susan Elmers. Die Schwierigkeit liegt nicht in der Arbeit selbst. Da das Handwerk noch immer Männerdomäne ist, hat die Kfz-Meisterin häufiger mit Vorurteilen zu kämpfen. Also man bekommt das immer mal wieder zu spüren, gerade wenn man zu Kunden fährt, dass die einen teilweise fragend angucken oder auch fragen, wann denn der Sachverständige kommt, der sich eben mit Kraftfahrzeugen auskennt, weil das teilweise den Frauen auf den ersten Blick nicht so zugetraut wird. Sabine Möller von der Handwerkskammer Hamburg kennt die Probleme. Sie half das Projekt Handwerk und Gesellinnen mit zu organisieren. Dieses unterstützt die angehenden Meisterinnen. Wir verabreden uns mit denen, führen ein persönliches Beratungsgespräch, in dem wir ganz genau nochmal gucken zu sagen, was braucht die Frau, in welcher Lebenslage steckt sie, was würde sie reizen daran, eine Meisterstelle zu bekleiden, eine Führungsrolle zu bekleiden. Wir sprechen die finanzielle Situation durch, ob es sein kann, dass aufgrund von finanziellen Fragen, das gar nicht in Betracht gezogen wird, eine Meistervorbereitung zu machen. Für mich stand schon fest, dass ich auf jeden Fall zur Meisterschule möchte. Demnach haben wir dann eben individuell geschaut, wie ich da unterstützt werden kann, wie ich betreut werden kann, haben viele Gespräche gehabt. Ich habe auch an Seminaren teilgenommen, zum Beispiel zum Thema Konfliktlösung. Und ja, die Gespräche haben mir halt sehr geholfen, weil ich für mich rausfinden konnte, welche Rolle ich als Frau im Handwerk oder auch als Meisterin im Handwerk habe, was dahinter steht und wie ich das auch gut präsentieren kann. Mittlerweile füllt sie die Rolle der Handwerkerin seit 4 Jahren aus. Darum weiß sie, Muskelmasse ist keine Voraussetzung für den Beruf. Man merkt das schon, dass man teilweise nicht die Kraft hat wie eben die männlichen Kollegen. Und es gibt auch viele Situationen, wo man einfach auf die Hilfe angewiesen ist. Aber es gibt auch Hilfsmittel. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein großer Audi Q5 reinkommt und ich soll einen Räderwechsel machen, ist es klar, dass spätestens nach dem zweiten Rad ich schnaubend auf dem Boden liegen würde. Da gibt es dann zum Beispiel so eine Karre, die man da vorstellen kann, die elektronisch hochfährt, den Reifen darauf gelegt werden kann. Und also das ist alles zu bewältigen. Das ist kein Hindernis zu sagen, deswegen möchte ich das nicht ausüben. Das Arbeitsumfeld ist ebenfalls keine unüberwindbare Herausforderung. Durch selbstbewusstes Auftreten und fachliche Kompetenz konnte sie auch ihre Kollegen für sich gewinnen. Also am Anfang mag das vielleicht komisch sein, wenn man in eine Berufsschulklasse kommt, wo 29 Männer sitzen und man kommt als Frau da alleine rein. Das kann schon erschreckend sein, aber letztendlich, wenn man auf die Jungs oder Männer zugeht, auch in die Werkstätten, die entgegnen einen alle freudig und finden das eigentlich alle toll, dass da auch eben Frauen mit bei sind. Da darf man sich halt von dem ersten Eindruck nicht abschrecken lassen und muss auch einfach den Mut finden, auf die Leute zuzugehen und eben dazu zu stehen. Das zahlt sich aus. Längst fragen viele Kunden gezielt nach ihr. So stellen Vorurteile für Susan Elmers letztendlich kein Problem dar. Bisher konnte sie jeden durch gute Arbeit von sich überzeugen.